Firma Gföllner Fahrzeugbau und Containertechnik glänzt bei der langen Nacht der Forschung ganz im Zeichen der virtuellen Zukunft. Wir stellen verschiedenste Systeme dar. Das heißt, wir können einerseits den Besucher in einen virtuellen Raum stellen, wo er Containerfahrzeuge dreidimensional erleben kann. Er kann aber auch sich mit einer VR-Brille, Virtual Reality-Brille, Dinge dazu projizieren, das einerseits mit einer HoloLens oder andererseits auch mit bekannten Dingen wie ein Tablet. Das Kunstprojekt The Machines zeigt ein Wechselspiel zwischen Musikmaschine und Mensch in einer virtuellen Realität. Die Idee ist gemeinsam mit Karl Bürettmeier entstanden, mit der Firma Gföllner, und zwar bei der Idee, dass man das musikalisch auf den Punkt bringt, wie eine Maschine geboren wird. Und ich habe jetzt versucht, eben elektronische Instrumente, elektronische Effekte und auch Sounds, die man in der Maschinenhalle selber hört, aufzuschreiben. Da sind Schüler unserer Landesmusikschule in Beuerbach dabei, dann sind Bläser vom ganzen Bezirk, vom Bezirksblasmusikverband. Da sind Amateure, da sind auch Profimusiker dabei. Also so wie die Arbeit funktioniert. In der realen Welt forschen, auf der Spur der virtuellen Welt. Der reelle Hintergrund ist der, dass man mittlerweile diese Ladekräne auch in der Realität kaufen kann. Das heißt, es gibt tatsächlich schon Kräne oder Kranfahrzeuge, wo der Bediener im Führerhaus sitzen bleibt und über die VR-Brille den Kran bedient und steuern kann. Es ist bei uns noch im Prototypenstadium. In Skandinavien wird es aber mittlerweile, oder auch in Kanada, ist es durchaus schon in der praktischen Anwendung und wird für Holzladekräne und Lkw-Fahrzeuge so genutzt. Auf jeden Fall gilt, bleib neugierig und forsch.